Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Part of Exile. Und ja, wir sind hier in der Stadt und ja, wie ihr seht, ich habe hier drei Fähigkeitspunkte, die wir gleich noch verteilen werden. Und das aus gutem Grunde. Ich habe euch ja gesagt in einer Folge, dass ich auch noch etwas nebenbei spiele und den Charakter trainiere. Also ich bin jetzt nicht weitergelaufen im Geschehnis. Wir werden dort weiterspielen, wo wir aufgehört haben an dem Portal und davor mit der Gezeiteninsel, wo wir die erste Quest gemacht haben und davor dieses kleine Stück, was dort war, da habe ich dann halt so ein bisschen gelevelt und damit wir dann halt auch gut weiterkommen. Unter anderem habe ich hier einiges an neue Rüstungen bekommen. Gucken wir uns direkt einmal an. Hier einen neuen Helm. Rüstung, Eisenhelm des Welpings. Ja, Qualität 7% und Rüstung plus 10. Dazu nochmal 8% maximal Leben und 10% Feuerwiderstand. Fand ich sehr, sehr toll, diesen Helm. Müsste man dann nur noch mal ein bisschen umsatteln. Hier vielleicht irgendwo noch mal Slots irgendwie. Überall nur rote Slots hier, weil ich brauche grüne Slots für eine Fähigkeit, die ich zwischendurch getestet habe. In dem alten Helm hatte ich die Fähigkeit, den Stein hier Scham oder Schrapp. Oh, jetzt bekomme ich auch noch einen Schluck auf. Entschuldigung. Schrapp-Schnellschuss, den habe ich mal schon mal drei Level gelevelt. Das ist ein toller Angriff, macht so einen Blitzangriff, also kann man machen. Werde ich euch dann irgendwann auch nochmal vorstellen, aber wir brauchen so einen Umwandlungsdingen-Stein. Den habe ich schon benutzt, habe ich versucht auf Rüstung und dann kam hier von Blau auf Rot, Rot und Rot. Ja, das hat mich ein bisschen geärgert. Aber nun gut, jetzt kann ich den Stein leider nicht mehr einsetzen. Erst wenn wir wieder irgendwo eine grüne Fassung haben und ja, mal gucken. Ist ja momentan keine frei. Und dann habe ich zudem hier auch ein schönes Amulett bekommen. Finde ich auch sehr nice. Ja, mit erhöhten Mana-Regeneration hatte ich auch noch eins mit Lebensregeneration gefunden. Aber ich fand das mit Mana-Regeneration und allen Attributen plus 2 wesentlich besser. Ja, dann hier zwei Eisenringe, die physischen Schaden dazu machen. Und ansonsten ist hier alles beim Alten geblieben. Der Bogen, der ist natürlich auch schon sehr, sehr gut, ne, für den Anfang. Kann man nicht meckern mit der Unterstützungsgame. Ja, wir gucken mal weiter, würde ich sagen. Wir werden direkt mal ins Portal gehen. Hier zu der Küste. Und wir müssen ja dann irgendwie reisen über die Küste zu den Morastebenen. Da wollen wir hin. Wahrscheinlich bei dem Fragezeichen. Schauen wir mal. So. Dann geht es direkt einmal hier zu den Morastebenen. Gucken, was uns dort erwartet. Achso, Entschuldigung, wir wollten ja noch die Fähigkeitspunkte auch noch verteilen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Das machen wir auch eben nochmal. Dann bleiben wir direkt hier stehen. Säubert die Fäulnistümpel. Ja, mache ich. Drecksarbeit. Tag-like. Ersucht euch, den Fäulnistümpel von allen untoten anderen Monstern zu befreien. Sucht in der Morastebene nach einem Eingang zum Fäulnistümpel. Werde ich tun, nachdem wir die Fähigkeitspunkte hier verteilt haben. Was haben wir denn hier? Ballistikbeherrschung. 20% Projektilgeschwindigkeit, Projektilschaden. Das hört sich natürlich auch ganz gut an hier. Ne? Könnten wir auch in die Richtung gehen. Physischer Angriff. Eieieiei. Da geht man ja mehr so ins Defensive, habe ich das Gefühl. Aber hier kommt natürlich auch nochmal was Schönes. Ich würde sagen, wir gehen. Alles sehr interessant. Rache der Verfolgten. Man muss sich schon auf irgendeinen Wege so ein bisschen. Ja, man muss sich schon irgendwie ein bisschen festlegen. Habe ich das Gefühl, man kann nicht alles erlernen irgendwann. Vielleicht kann man das, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Tödliche Zauberkraft, aha. Ich würde sagen, das wäre der Projektilschaden und Angriffsgeschwindigkeit. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, 10% Projektilschaden. Nehmen wir einmal. Erhöhten Projektilschaden. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Gut, wir werden dieses ganze Ding hier auf jeden Fall ausfüllen und wir werden das hier
auf jeden Fall mitnehmen. Ich sage mal hier, einmal da. Punkte anwenden. Wunderbar. So, dann gucken wir mal, was uns das im Ganzen so gebracht hat. Ja, sieht aber auch ganz gut aus hier. Ja. Keine Monster. Ja, sieht aber gut aus. Autsch. Ah, da kommen welche. Wunderbar. Hier haben wir mittlerweile schon One-Hit hier, gar kein Problem. Wir haben jetzt nichts verloren. Ja, der Flächenangriff, der ist ja mehr so der mittlere Maustastenangriff. Wie ist er gleich? Pfeilfächer, der ist ja mehr so der Flächenangriff für mehrere. Zwischendurch nutze ich dann halt immer den normalen brennenden Pfeil. Reicht mir da auch vollkommen. Ich weiß gar nicht, wo genau. Wir orientieren uns mal hier am Wasser. Ich glaube, das so gut ist. Aber kann man mal machen. So, da steigt auch gleich wieder ein Stein. Wird nicht mehr lange dauern. Ah, hier ist überall was. Überall irgendwo was. Ja. Alles schlecht. Der Rede. Oh, hier ist ein kleiner Frosch. Kann man nichts mitmachen. Ich dachte, den können wir auch jetzt umschießen oder so. Roseus Glüpe. Naja, Questgegenstand. Finde eine Verwendung für diesen seltsamen Glüpe in dem Rüstung. Ah, nee, doch nie. Warte, Moment. Faule Eier. Sucht in der Morastebene nach weiteren Hinweisen, die den Zweck des seltsamen Glüpen erklärt. Oh, werden wir, denke ich mal, was finden. Früher oder später. Vielleicht auch erst später. Zack. Sehr schön. Oh, hier eine schöne Truhe. Mit einem schlechten Gegenstand. Das sieht man immer gerne. Oh, hier das Wasser. Kann man aber nicht meckern, ne? So von der Grafik her. Ich meine, das ist jetzt nicht die beste Grafik, aber ja gut, ich meine, so dargestellt ist, das finde ich für mein Auge ganz okay. Da kann man nicht meckern. Kettenpanzer, da haben wir auch was Besseres. Hier ist eine Truhe. Nichts drin. Jetzt laufen wir die ganzen Dinge hier wieder runter. Ah, da ist noch was. Genau, da sind noch zwei Ausrufezeichen. Oh, super. Hier in den Fässern. Ich dachte, die explodieren, aber die explodieren nicht. Also, den nehmen wir auch so mit. Relativ weit auf der Map. Ja, so. Eine Portalschriftrolle. Die nehmen wir immer gern mit. Geht es hier noch weiter? Ich glaube, weiter runter geht es hier gar nicht. Sehr, sehr schön. Und gleich steigt der Stein. Aber nix. Wunderbar. Oh. Sind aber nah hier. Erstmal zum Ausrufezeichen das andere Ei mitnehmen oder die Glüpe. Die Truhen, ja, lächerlich. Wir stellen da so schöne Werte hin und dann ist am Ende jetzt. Freut mich,
freut man sich auf kostbaren Loot und dann ist da nichts drin. So, Freunde, wunderbar. Bis hierhin sind wir gut durchgekommen. Ich würde sagen, wir machen hier erst einmal wieder einen Cut und würde sagen, wir machen direkt in der nächsten Folge hier weiter. Ich sage zu euch erst einmal wieder, macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.